Und alle Projektentwickler, die ich kenne, die sind entweder mehrfache Millionäre oder pleite. Also einen Mittelweg gibt es da eigentlich nicht. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich bei Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Mein Name ist Fabian Fröhlich und heute sprechen wir über das Thema Reich werden und reich bleiben. Herr Zietelmann, der hat sich mit dem Thema intensivst wissenschaftlich befasst, kennt sehr viele reiche Leute, auch Milliardäre darunter. Und selbst ist er natürlich auch reich, deswegen hier der perfekte Ansprechpartner für dieses Thema. Und gerade im März, da haben Sie mich auch beeindruckt, da haben wir mal ein Video auch zusammen gemacht gehabt über Zoom. Und da haben Sie genau an dem einen Tag gesagt, jetzt, dass Sie heute irgendwie Aktien nachgekauft haben. Ich habe das zurückverfolgt dann, irgendwann später. Und es war so echt einer der zwei Tage, an dem es halt perfekt war vom Timing so. Alle anderen, die hatten irgendwie Aktienanleger, so Arbeitsangestellte, die haben ihre Sparpläne, waren schon im Minus wahrscheinlich. Und Sie haben halt am perfekten Tag dann eingekauft. Das ist halt so ein gutes Timing auch dann, gell? Ja, sagen wir mal, das ist klar, dass man da schon auch immer antizyklisch handeln muss. Ja? Also das heißt, das Gefährlichste ist, wenn man Geld verlieren kann, wenn man das macht, was die Masse macht. Weil wer das macht, was die Masse macht, der hat halt auch hinterher nur das, was die Masse hat. Ja. Und der kann ja nicht vermögend werden. Und so habe ich es ja auch bei den Immobilien gemacht, dass ich praktisch verkauft habe, wo alle irgendwo euphorisch waren und die Preise hoch waren. Ja? Und gekauft habe, wo alles so depressiv war. Und jetzt ja, war für mich jetzt klar, auch bei den Aktien dann Corona, wo es dann eine kurze Zeit massiv runtergegangen war. Ja, ich habe so ein ETF auf den MSCI World. Und da war, glaube ich, der Höchststand irgendwo von dem ETF-Preis 142 und dann habe ich bei 100 nachgekauft. Jetzt ist wieder bei 125. Ja. Und verkaufen Sie das jetzt oder langfristig? Nee, weil also ist auch ein Grundsatz von mir. Alles, was ich mache, mache ich immer mit der Perspektive 10 Jahre plus. Ob das jetzt Immobilien sind oder Aktien, ja, ich halte überhaupt nichts davon, kurzfristig hin und her zu gehen bei keiner Anlage. Ja. Ich habe noch nie irgendwas gemacht mit einer anderen Perspektive. Ist immer für mich 10 Jahre plus bei Immobilien, sowieso schon aus steuerlichen Gründen, ja, aber auch bei Aktien. Ja. Also ich bin da ein Anhänger davon, dass man die Dinge sehr lang hält, ja, und sich weder beirren lässt durch Ausschläge nach unten, noch durch Ausschläge nach oben. Mhm. Höchstens mal, wenn es nach unten geht, dass man dann mal nutzt es, um nachzukaufen dann. Ja, aber so einfach ist es jetzt halt auch nicht. Also wenn man da jetzt 10.000 Euro kauft, dann bringt 25% eher wenig. Wenn man mit einer Million kauft, dann schon ein größerer Unterschied. Aber um das halt machen zu können, muss man auch erstmal reich werden. Und was sind so die, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, reich zu werden. Also als Angestellter irgendwie in die Management-Ebene aufzusteigen zum Beispiel. Oder unternehmerisch mit einer eigenen Firma. Oder mit Immobilien, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und die meisten fragen sich halt, welches ist die richtige für sie? Ja, also ich habe das ja auch in meinem Buch dargestellt. Es gibt da auch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Ich sage mal, der größte Irrtum ist, wenn die Leute glauben, dass sie durch Aktien reich werden. Die meisten, die anfangen, sich mit dem Thema Reichtum zu beschäftigen, die kommen sehr schnell aufs Thema Aktien. Ja? Das war bei mir auch so gewesen. Aber es gibt nur sehr wenige Menschen, die mit Aktien reich werden. Also man hat mal, es gibt eine Doktorarbeit, da wurden mal vermögende Menschen in Deutschland gefragt. Und das waren 2,4% von den Vermögenden haben gesagt, Aktien waren das Wichtigste für mich. Ja? Dann gab es 10%, die haben gesagt, Immobilien war das Wichtigste für mich. Ja? Waren schon etwas mehr, aber die allermeisten haben gesagt, das war durch Unternehmertum. Ja? Und das kann man sagen, also der Schlüssel, wenn man reich werden will, ist durch Unternehmertum. Ja? Das sehen Sie auch, wenn Sie mal gucken, die Liste der reichsten Menschen der Welt, das sind alles Unternehmer, außer wenn es einer geerbt hat, aber dann war der Vater oder der Großvater Unternehmer. Ja? Ja. Aber wenn Sie mal gucken, die reichsten Menschen der Welt, also das ist so wie Jeff Bezos mit Amazon oder wie Larry Page, Sergey Brin durch Google, ja? Wie Zuckerberg durch Facebook. Ja? Der Einzige, der dann manchmal als Beispiel für Aktien genannt wird, ist Warren Buffett, aber der ist auch kein typischer Aktieninvestor, da könnte man jetzt viel zu sagen. Der nutzt klar die Aktienform, aber das ist eher eine
aktive Beteiligung dann an einem Unternehmen. Ja? Aber selbst wenn Sie denen jetzt mal sagen, okay, dann sagen Sie, der ist mit Aktien reich geworden, dann stehen da 100 andere gegenüber, bei denen es halt anders war. Ja? Und deswegen ist also tatsächlich, also wenn jemand reich werden will, muss er erst mal sich auf den richtigen Weg begeben. Und wenn einer dann anfängt, immer mit Aktien hin und her zu machen, weil er denkt, damit wieder reich, dann kann ich ihm schon sagen, dann ist er auf dem Holzweg. Ja? Ja. Natürlich kann das vorübergehend mal sein, auch durch Glück. Ja? Oder wenn ich in einer bestimmten Phase kaufe, wo, sagen wir mal, gibt ja Phasen, wo es ein paar Jahre lang alles aufwärts geht. Ja? Klar kann ich dann Geld verdienen, aber jetzt, dass einer über Jahrzehnte dann was aufbaut, dadurch, dass er Aktien kauft jetzt. Ja? Das ist unwahrscheinlich klar. Wenn jetzt einer die Disziplin hätte und die Geduld und macht jetzt so einen Sparplan in ETF zum Beispiel und tut, sagen wir mal, jeden Monat irgendwo 10-20% von seinem Geld da rein und hält es wirklich konsequent durch über 20-30 Jahre. Ja, da kann man auch ein Vermögen mit aufbauen, aber das ist halt doch dann ein sehr langer Weg. Und außerdem hat fast niemand die Disziplin. Ja? Das durchzuziehen. Ja, bei Aktien ist es bei den meisten Leuten so, die verlieren entweder die Nerven, wenn es dann runtergeht, irgendwann mal verkaufen, dann zur Unzeit. Oder manche, die verlieren auch die Nerven, wenn es hochgeht, verkaufen dann. Oder sie haben zwischendrin mal finanzielle Engpässe, wo sie das Geld für was anderes brauchen, was weiß ich, wollen sich einen neuen Porsche kaufen oder gleichzeitig ist die Waschmaschine und das Auto kaputt und sonst noch irgendwas, ja, dann verkaufen sie dann wieder Teile davon und so, ja, und das ist also, gibt es auch Studien darüber, dass also sehr wenige Leute, die Disziplin haben, wirklich so einen Aktiensparplan, was man eigentlich machen sollte, egal was links und rechts ist, über Jahrzehnte konsequent durchzuhalten. Aber jetzt muss ich noch was ergänzend dazu sagen. Ja, auf der einen Seite, die meisten, die reich geworden sind, sind als Unternehmer reich geworden. Also ganz eindeutig, auch wenn Sie sich die Liste der reichsten Deutschen anschauen, wenn Sie die abziehen, die mal durch Erben reich geworden sind, das sind alles Unternehmer. Ja? So wie zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, ich kenne ein paar, selbst ganz gut, zum Beispiel Rossmann kenne ich, der ist mehrfacher Milliardär. Ja? Der hat mit einer Drogerie angefangen, der hat jetzt, glaube ich, 5000 Drogerien, ja? Also als Unternehmer reich geworden. Oder der Theo Müller, ein Freund von mir, der ist mit Joghurt reich geworden und mit Milchprodukten halt. Ja. So, also das ist, jetzt ist nur wichtig dazu zu sagen, die meisten, die reich geworden sind, sind als Unternehmer reich geworden, aber der Umkehrschluss gilt nicht, dass die meisten, die Unternehmer werden, dass die reich werden, sondern da ist das Gegenteil der Fall, dass die meisten Unternehmen, die gegründet werden, pleite gehen. Das ist ja auch eine Belohnung für das Risiko. Dann, das ist, sagen wir, wenn man dann viel verdient, das spiegelt es ja auch wieder, dass es halt ein Risiko gibt. Und das ist nicht theoretischer Natur, sondern deswegen würde ich jetzt auch keinem so einfach raten und sagen, wenn du reich werden willst, kündige mal deinen Job und mach eine Firma auf, weil das kann auch genauso gut schief gehen. Ja. Ja. Was würden Sie dann empfehlen, also wenn jetzt einer hier das sieht und sagt, hey, ich will auch so reich werden wie Sie, was würden Sie dann empfehlen, so nebenberuflich anzufangen, wenn es läuft, raus? Absolut, ja, das ist also immer mein Tipp, gerade für Menschen, die so ein bisschen sicherheitsorientierter sind, die nicht alles irgendwo auf volles Risiko setzen wollen. Ich kenne auch viele, die das auch so ähnlich gemacht haben wie ich. Also die haben einen Hauptjob gehabt als Angestellte, waren auch meistens da erfolgreich, ja, aber haben dann nebenbei irgendwo nach Feierabend was angefangen zu machen. Ja. Der eine, der hat so ein Ingenieurbüro, der hat nebenbei so als Franchise-Nehmer mit Fitnessstudio angefangen, andere auch. Der war irgendwo auch in der Firma und hatte dann auch Fitnessstudio in dem Fall. Ein anderer hat als Makler nebenbei angefangen und so. Ja. Also andere, die haben irgendwo nebenbei im Immobilienbereich was angefangen. Der Vorteil ist halt, man kann sich dann selbst mal ausprobieren und gucken, kann ich das überhaupt? Habe ich das Zeug zum Unternehmer? Das wissen Sie ja erst dann, wenn Sie es machen. Ich meine, man hat eine gewisse Meinung von sich und traut sich zu oder auch nicht. Ja? Aber ob die Meinung richtig ist oder falsch, das stellen Sie ja erst fest, wenn Sie es dann auch machen. Ja? Und wenn Sie dann zum Beispiel nebenberuflich schon dann immer mehr verdienen. Bei mir war es auch so, ich habe dann nebenberuflich irgendwann mehr verdient als im Hauptberuf. Ja? Dann haben Sie so die
das Selbstvertrauen, auch eine Gewissheit und sagen, okay, ich kann das. Und dann hat es noch einen Vorteil, wenn Sie also nebenberuflich anfangen, dann würde ich empfehlen, alles Geld, was man nebenberuflich verdient, das habe ich auch so gemacht, nichts davon ausgeben, sondern das wird alles angespart, weil wenn Sie dann eine eigene Firma gründen wollen oder so, ja, man braucht nicht für jedes Firma heute ein großes Kapital, aber ein bisschen Geld ist schon auch notwendig, selbst wenn es nur ist, um irgendwo Büroräume anzumieten und dann die Büroräume einzurichten und ein bisschen Rücklagen zu haben für die ersten Monate, wo vielleicht noch nicht so das Geld fließt oder so. Also ist ja schon gut, wenn man ein gewisses Startkapital hat. Ich würde es nicht überschätzen, aber deswegen ist es auch zugleich eine gute Möglichkeit, dieses Startkapital anzusparen. Also Sie sind Angestellter, beispielsweise, sagen wir mal, verdienen Sie vielleicht irgendwo, je nachdem, sagen wir mal, 4.000, 5.000 Euro netto zum Beispiel, wenn Sie einen guten Job haben als Angestellter, ja, und dann machen Sie nebenberuflich was, und da fängt es vielleicht mal an, dass Sie mal da nochmal 2.000 Euro dazu haben, da dann vielleicht nochmal 3.000, dann wären es vielleicht ein bisschen mehr, und wenn Sie das nicht anrühren, sondern konsequent praktisch das, was Sie nebenberuflich verdienen, alles beiseite legen, und dann in dem Moment, wenn Sie sehen, das läuft und die Firma, die Idee war gut nebenberuflich, ja, dann können Sie auch kündigen. Aber wenn es nicht läuft, dann können Sie ja was anderes probieren. Ja? Es muss ja nicht gleich die erste Idee sein, die funktioniert. Also es heißt ja nicht, dass Sie dann schlechte Unternehmer sind, wenn die erste Idee nicht funktioniert. Dann funktioniert vielleicht die zweite oder die dritte. Aber das können Sie halt einfacher verkraften, wenn Sie praktisch die Sicherheit von einem Angestelltengehalt haben. Ja? Und ich meine, die Zeit, klar, das beansprucht dann mehr Zeit, wenn man das dann nach Feierabend macht oder am Wochenende. Aber die Zeit, die muss man sich schon nehmen. Und ich meine, ich sage mal ein Beispiel, ich habe gerade Biografie über Albert Einstein gelesen. Ja? Der hat damals, wo er seine Relativitätstheorie entwickelt hat, da hat er hauptberuflich im Patentamt gearbeitet. Und es war 48 Stunden. Der hat einen 48-Stunden-Job gehabt. Und ich sage mal, wenn der einen 48-Stunden-Job gehabt hat und konnte in seiner Freizeit nebenberuflich die Relativitätstheorie entwickeln, dann müssten Sie doch in der Lage sein, auch irgendwo, wenn Sie nur 40 Stunden vielleicht arbeiten, nebenberuflich auch irgendwo was hinzukriegen. Also das ist wirklich Stunden ist ja ein Teilzeitjob dann. Also für ihn ja. Ja, klar. Und hier geht es ja hauptsächlich um Immobilien hier in dem Kanal. Wie ist das als Immobilienunternehmer? Wie sehen Sie da die Chancen, dass man da zu Reichtum kommt? Macht es eher Sinn, Immobilien als Investment zu nutzen, einfach langfristig? Oder halt zum Beispiel auch unternehmerische Tätigkeiten dort anzustreben, wie zum Beispiel Bauträger oder Aufteilerprojekte oder solche Sachen? Ja gut, viele Leute, die jetzt nicht so viele Ahnung haben von Immobilien, die verbinden dann immer nur den Makler mit Immobilien. Ja. Mhm. Ich sag mal, wenn ich mal richtige Berufe durchgehen will, auch für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben und dann auch mal über das Risikoprofil, ja, dann ist, sagen wir, das die eine Möglichkeit, dass sie Bauträger, Projektentwickler werden. Ja. Da kann man sicherlich sehr gut mit verdienen. Also man kauft irgendwo ein Grundstück und baut dann da drauf, oder wenn es schon bebaut ist, revitalisiert man das vielleicht. Ja. Das ist sicherlich die Variante, wo man am meisten verdienen, aber auch logischerweise am meisten verlieren kann. Okay. Also was auch schon ein sehr, sehr risikoreiches Geschäft ist, und vor allen Dingen, da braucht man schon echtes Know-how dazu. Das ist nicht einfach, da braucht man auch sehr viele Fähigkeiten. Also Sie müssen gut sein, Grundstücke zu akquirieren, Sie müssen gut sein drin, mit den Banken zurechtzukommen und zu verhandeln, was nicht immer einfach ist. Ja. Sie haben dann vor allen Dingen mit den Ämtern viel zu tun, was sehr viele Nerven kostet, wo dann irgendwelche Leute sind, die Ihnen das Leben nicht unbedingt leichter machen wollen, sondern schwerer machen wollen, die Sie vielleicht eher in Ihrer Arbeit behindern, die vor allen Dingen unglaublich lahm sind. Ihnen läuft irgendwie die Zeit weg und die haben völlig andere Zeitvorstellungen. Also Sie müssen mit diesen Ämtern, mit den Banken und was weiß ich zurechtkommen, dann müssen Sie irgendwo auch die Marktentwicklung richtig einschätzen, wenn Sie dann was bauen und später verkaufen, dass die Preise, dass die dann auch so realistisch kalkuliert sind, dass Sie hinterher tatsächlich dann also mit Gewinn verkaufen können. Mhm.
Wenn Sie in den Bereich gehen, Altbaumodernisierung, dann müssen Sie sehr viel davon auch technisch verstehen. Da schlummern dann manchmal Risiken, dass Sie auf einmal auf den Schwamm stoßen oder was weiß ich. Ja. Also sagen wir, um es zusammenzufassen, Projektentwickler, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und alle Projektentwickler, die ich kenne, die sind entweder mehrfache Millionäre oder pleite. Also einen Mittelweg gibt es da eigentlich nicht. Also wenn Sie Projektentwickler sind, müssen Sie Millionär werden oder pleite werden. Also ich kenne wirklich keinen, auf den ich eines von beiden zutrifft. So, dann das nächste Geschäft ist das, was Sie gesagt haben, Aufteilergeschäft. Ja. Das heißt, jemand kauft ein Mehrfamilienhaus, sagen wir mal, was zum Beispiel aus 15 Einheiten besteht. Die teilt man auf in einzelne Wohnungen und verkauft die dann halt teurer. Ja. Man hat vielleicht die Wohnung, was weiß ich, für 3.000 Euro Quadratmeter gekauft und macht dann was dran und verkauft sie dann vielleicht für 5.000 Euro Quadratmeter oder so. Das ist schon eine Aufgabe, die auch nicht ohne ist, ja, aber die, sagen wir mal, etwas weniger schon riskant ist als der Projektentwickler. Ja. Mhm. Da können sie auch vieles falsch machen, ja, aber sagen wir mal, da haben Sie ja immer, wenn Sie das Haus gekauft haben, schon mal bestimmte Grundeinnahmen, die aus dem Haus kommen. Selbst wenn es dann nicht so schnell gelingt, alle Wohnungen zu verkaufen, dann werfen ja die Wohnungen auch eine Miete ab. Ja. Trotzdem ist auch das eine komplexe Sache, wo man also auch sehen muss, dass man da einen guten Draht mit den Mietern hat und so weiter. Ja. Und da gibt es ja auch viele schwarze Schafe, so Leute, die ich also total ablehne, die dann mit der Brechstange irgendwo versuchen, dann die Mieter da rauszutreiben, um da dann irgendwo ihren Profit zu maximieren. Also davon halte ich überhaupt gar nichts. Ja. Aber man kann es auch auf seriöse Weise machen, aber dann ist es so mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Psychologie auch verbunden, gerade in der Kommunikation auch mit den Mietern. Ja. Das ist Aufteilergeschäft. Ja. Dann können Sie natürlich als Makler arbeiten, ja, da haben Sie weniger Risiken, logischerweise brauchen auch im Prinzip viel weniger Geld als bei den anderen Dingen, weil im Prinzip brauchen Sie ja gar nichts außer einen Computer und irgendwo vor allen Dingen halt ein gutes Gespür, wie man an Objekte, an Interessante rankommt, die man kaufen kann. Also Makler ist sicherlich auch eine Möglichkeit, aber viele, die unterschätzen auch die Komplexität, die denken so mit so ein paar lockeren Sprüchen oder so, drei, vier Anrufen ist es gemacht. Das ist ja auch das Bild, was man so in der Öffentlichkeit hat. Der macht irgendwo drei, vier Telefonate und bringt ein paar lockere Sprüche, hat sonst keine Ahnung. Aber das Bild, das kommt eher so von dem, sagen wir, von dem Vermietungsmakler so. Der Makler, der jetzt wirklich, sagen wir, Wohnungen oder gar Mehrfamilienhäuser oder Büroobjekte verkauft, der muss schon auch ein großes Know-how haben, wenn er gut sein will und da sich auch wirklich sehr viel Wissen aneignen. Oder das Letzte, man als so, was ich gemacht habe als Investor, ja, dass man Immobilien kauft, ja, dann die Mieteinnahmen daraus erzielt und dann ja vielleicht nach einer gewissen Zeit, ich habe halt immer mindestens 10 Jahre gewartet, auch aus steuerlichen Gründen, die dann wieder verkauft. Ja. Da muss man natürlich, sagen wir mal, schon auch sehr viele Dinge beachten. Also einfach ist keine dieser Aufgaben, ja. Aber wenn jemand den letzten Weg gehen will, so wie ich, dann würde ich auch empfehlen, dass man erstmal vielleicht klein anfängt mit einzelnen Wohnungen zu kaufen, ja, obwohl die relativ teurer sind, als wenn man ein ganzes Mehrfamilienhaus kauft, logischerweise. Mhm. Aber es ist ja so ein bisschen auch, um was zu lernen. Ja? Das kann ja keiner von vornherein. Ja? Und da ist es vielleicht keine schlechte Idee. Ich habe es auch so gemacht, dass man erstmal anfängt, einzelne Wohnungen zu kaufen, so wie Sie es ja auch gemacht haben. Und ja, da muss man natürlich sehen, dass man auch da kann man auch sehr viele Fehler dabei machen, dass man die Wohnungen halt vor allen Dingen nicht zu teuer einkauft. Und ja, also da könnte ich einen ganzen Vortrag drüber halten, welche Risiken. Aber das ist mal, wenn man von Immobilien spricht, um es mal zusammenzufassen, sind die hauptsächlichen Möglichkeiten. Immobilienprojektentwickler, also Grundstück kaufen, entweder unbebaut oder bebaut und dann da was entwickeln. Kennen Sie auch jemanden, der damit Milliardär geworden ist?
von den Milliardären, die ich jetzt kenne, ist sowieso keiner mit Immobilienvermögen geworden, sondern durch andere. Mhm. Und ansonsten als Projektentwickler, also ich kenne einen, da weiß ich nicht, ob der jetzt Milliardär ist, aber sagen wir, der hat sicher ein paar hundert Millionen oder so der gemacht mit der Projektentwicklung. Ja, doch, mhm. da fallen mir jetzt doch, wenn ich näher nachdenke, fallen mir einige ein, also keine Milliardäre, aber die alle irgendwo so, sagen wir, einige Dutzend oder einige hundert Millionen damit gemacht haben. Ja, aber wie gesagt, ist auch eine Sache, wo man mit Pleite gehen kann. Und vor allen Dingen, da muss man sich auch selbst kennen. Also für mich wäre das jetzt nichts, weil mich würden die Art von Leuten nerven, mit denen man in dem Beruf zu tun hat. Ja? Das sind alles Leute, die mich nerven. Also das fängt an bei den Leuten in den Ämtern. Ja? Die würden mich am meisten nerven. Dann sind da irgendwelche Grünen vielleicht oder irgendwelche bürokratisch denkenden Typen. Die wollen ihnen gar nicht helfen, sondern die sehen sie vielleicht irgendwo, sind die neidisch oder was weiß ich, oder irgendwie ideologisch verbohrt. Mhm. Ja? Also und vor allen Dingen sind sie super lahm meistens. Ja? Also mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Dann haben sie mit Banken laufen zu tun, auch keine Lieblingsgruppe von mir, von Menschen, mit denen ich gerne kommuniziere. Ja. Dann haben sie auf dem Bau mit den Leuten dann irgendwo zu tun, mit einem Generalunternehmer oder mit einzelnen Handwerkern oder so, was auch jetzt nicht meine Lieblingstätigkeit wäre. Also das ist jetzt auch rein subjektiv, dass ich sage, ich hätte nicht, mir wird ständig der Kragen platzen, ich hätte einfach nicht die Nerven, ja, mich mit diesen Leuten permanent zu. Deswegen wäre das nichts für mich. Aber es gibt jetzt andere Menschen, bei denen ist es anders. Denen macht es Spaß. Und ja, so hat der liebe Gott die Menschen verschieden gemacht. Also das ist erst mit der Projektentwicklung, zweitens mit dem Aufteilergeschäft. Ja. Drittens als Makler. Ja. Und viertens, indem man selbst investiert und kauft. Ja. Da muss man erst mal unterscheiden, weil nach außen hin die Leute, die jetzt nicht so viel von Immobilien verstehen, die kennen meistens die Unterschiede, auch im Risikoprofil zwischen diesen vier Kategorien gar nicht richtig. So. Ja, ja, okay. Guter Überblick auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Teil des Buchs. Und zwar, wenn man jetzt geschafft hat, reich zu werden, muss man natürlich auch reich bleiben, genau. Und da gibt es ja verschiedene Sachen. Manche wurden halt durch Glück reich, Lottogewinner zum Beispiel oder Fußballer unter Umständen auch. Die schaffen es ja meistens nicht, das aufrechtzuerhalten, aber ist so ein Unternehmer, der dann schon, was sind so da die ausschlaggebenden Punkte? Also deswegen, mein Buch beginnt auch mit einem Kapitel, das heißt vom Millionär zum Tellerwäscher, also nicht, wie man es normalerweise sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern mal der umgekehrte Weg. Das beginnt genau mit so Beispielen, wie Sie es gesagt haben, von Leuten, die im Lotto reich geworden sind oder so als Popstars oder so und die dann später total überschuldet waren und alles verloren haben. Ja? Und das zeigt halt, dass es nicht so einfach ist, auch reich zu bleiben. Also ich sag mal, die meisten Menschen, die unterschätzen es, wie schwierig das ist, auch reich zu bleiben. Ja, die denken, wenn ich einmal irgendwo Millionär bin oder ein paar Millionen habe, dann behalte ich die auch automatisch. Das ist aber nicht der Fall, sondern das ist eine echte Herausforderung auch. Und da kann man sehr viele Fehler machen. Gucken Sie mal jetzt jemand an wie den Boris Becker. Da sagt man, der hat 100 oder vielleicht sogar 200 Millionen im Lauf seiner Karriere Preisgelder, Werbeeinnahmen und bekommen. Die sind alle weg inzwischen, ja, weil der einfach eine Reihe Fehler gemacht hat. Und warum lege ich so viel Wert auf das Thema reich bleiben? Das hat doch gar keinen Sinn, wenn sich jahrelang damit beschäftigen, reich zu werden und dann gelingt es ihnen auch, nur damit sie es dann am Schluss wieder verlieren. Ja? Ja, das ist doch super frustrierend. Dann war ja die ganze Sache umsonst. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt jung und irgendwo in 10 Jahren haben es geschafft, Sie sind richtig, richtig reich, ja? Und in 15 Jahren haben Sie es alles wieder verloren. So, ja? Das wär ja doch hochgradig deprimierend. Ja? Und deswegen also finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man sich von vornherein auch beschäftigt, welche Risiken gibt es denn? Ja, und da zähle ich viele Risiken auf und da geht es erstmal darum, dass man bestimmte Risiken vermeidet. Ja? Da sage ich, das größte Risiko, dass Sie sehr schnell Ihr Geld verlieren, ist, wenn Sie ohne Ehevertrag oder mit einem falschen Ehevertrag heiraten. Ja? Weil auf die Weise können Sie sofort die Hälfte von Ihrem Geld verlieren und das ist mit anderen Investitionen nicht so einfach möglich. Da können Sie selbst blind irgendwelche Aktien kaufen. Ja? Dass Sie da die Hälfte von Ihrem Geld verlieren, ist also schon
da müssen sie wirklich ziemlich Pech haben. Ja? Aber mit, wenn sie heiraten ohne Ehevertrag, und ohne Gütertrennung ohne vernünftige Unterhaltsregelung, dann passiert das halt. Und da kenne ich auch viele Leute, denen es passiert ist. Ich meine, jetzt gucken Sie auch, der reichste Mann der Welt, bei dem ist jetzt nicht gerade halbiert, aber der hat da auch einige, glaube ich, Dutzend Milliarden schnell mal verloren, ja? Durch die Trennung. Und da gibt es andere, die auch tatsächlich dann die Hälfte vom Geld verloren haben. Und das ist also ein Punkt. Manche lachen drüber, wenn ich das anspreche, aber es ist wirklich das größte Risiko für jemanden, ja? Weil da sind sie vielleicht irgendwo, sehen Sie, jetzt wird hier gebaut gerade. Es wird gebaut, Projektentwickler. Hier ist schon ein Projektentwickler. Aber das ist eine größere Baustelle, das ist einer von denen, der, der es geschafft hat, oder? Ja, ja, wenn sie dann praktisch frisch verliebt sind zum Beispiel, ja, und heiraten dann in dem Zustand, ja, das ist ja so, ein Psychologe, von dem habe ich mal einen Artikel gelesen, der hat also nachgewiesen, dass Verliebtsein und geistesgestört so fast die gleichen Symptome hat, ja, und wenn sie jetzt in dem Zustand praktisch von der geistigen Verwirrung, muss man sozusagen, eine elementare wirtschaftliche Entscheidung treffen, die Hälfte von ihrem Geld kosten kann. Ja, das ist ja nicht unwahrscheinlich. Ich meine, wenn sie in der Großstadt leben, da gibt es mehr Ehen, die geschieden werden, als welche, die halten. Und andere, die bleiben dann vielleicht zusammen, aber vielleicht auch nur, kenne ich auch Reiche, die bleiben dann zusammen, aber sind letztlich erpressbar, weil sie wissen, die Scheidung können sich nicht leisten. Das ist natürlich dann auch nicht toll. Die werden dann vielleicht nicht geschieden, weil sie keine Lust haben, die Hälfte vom Geld zu verlieren, aber müssen dann irgendwo mit der Frau zusammenbleiben, wo sie es gar nicht mehr wollen. Also, das ist schon mal ein Risiko. Ja. Dann ein anderes großes Risiko zum Reich bleiben ist Überoptimismus, Selbstüberschätzung. Ja. Da neigen gerade Unternehmer dazu, weil keiner wird ja Unternehmer, wenn er nicht Optimist ist. Also ein totaler Pessimist, der wird nicht Unternehmer. Jetzt hat man aber mal Leute befragt, also Wissenschaftler, die neu eine Firma gegründet haben, was sie denken, wie wahrscheinlich es ist, dass die Firma pleite geht. Ja? Und da hat aber kaum einer das geglaubt, dass eine Firma pleite geht. Ist auch logisch, sonst hätte er sie ja nicht gegründet. So wie bei der Ehe. Da, wenn sie da jetzt fragen würden auf dem Standesamt alle, also für wie wahrscheinlich halten sie, dass sie geschieden sind in 5 Jahren, da wird ja auch keiner sagen, jawohl, also klar, da gehöre ich bestimmt dazu. Sondern da verdrängt man das ja auch. Und so ist der Überoptimismus auch bei Unternehmern. Und wenn sie dann praktisch mal viel Geld gemacht haben durch irgendwas, sei es auch durch irgendeine unternehmerische Tätigkeit und haben viel Geld, dann denken manche Leute, ich verstehe was vom Geld. Wo ich sage, falsch. Du verstehst was von einer bestimmten Art der unternehmerischen Tätigkeit, ja, durch die du reich geworden bist. Aber das heißt nicht, dass du was vom Geld verstehst jetzt in dem Sinn. Und die Leute überschätzen sich dann aber oft, ja, und machen dann irgendwelche anderen unternehmerischen Dinge oder sagen, ich mache jetzt Private Equity oder bin jetzt ein Business Angel oder mache jetzt dies und das, ja, weil sie sich selbst überschätzen. Und ruckzuck ist das Geld dann weg. Also auch ein ganz großes Risiko. Ja. Und weitere Risiken ist, ich halte es auch nicht für sinnvoll, wenn sie dann mit Einzelaktien anfangen zu spekulieren. Ja. Das ist auch was, wo sich viele Leute überschätzen und auch selbst betrügen. Ja. Die erzählen dann, ja toll, da habe ich so und so viel gewonnen. Ja, aber vergessen zu erzählen, dass sie vorher 5-mal schon einen viel größeren Betrag verloren haben. So ähnlich wie so ein Spieler, der erzählt, Mensch, habe ich gestern 1.000 Euro aus dem Automat geholt, aber erzählt nicht, dass er in 2 Wochen davor 5.000 reingesteckt hat. Gar nicht mal unbedingt, weil er sie bescheißen will, sondern weil er sich selbst bescheißt ständig damit, weil er das irgendwo ausblendet. Ja? Und das ist also auch was, wo sie dann Geld verlieren können. Also es gibt ganz viele Risiken dann, und deswegen ist auch so ein Kapitel über Risiken, ja, die sie da haben, wenn sie reich sind und damit sie es bleiben. Und dann ist halt die Frage, wie legen sie ihr Geld an? Und da habe ich auch praktisch alle Anlagenformen durchgegangen, Aktien, Immobilien, Anleihen, aber auch anderes, Gold, irgendwelche offenen Fonds, geschlossenen Fonds, Zertifikate,
Rohstoffe und es gibt ja so viele Anlageformen. Ich glaube, ich kenne sie alle sehr, sehr gut, die Anlageformen, die es gibt. Ja? Das geht ja vom Bitcoin bis zu was weiß ich was. Ja? Ja. Und da geht es auch erstmal darum, dass man die unsinnigen Sachen und die allermeisten Sachen sind komplett unsinnig, dass man die mal ausschaltet. Okay, jetzt haben wir einige Anlageformen und Möglichkeiten gehört. Jetzt schauen wir mal, was gibt es denn für Anlageformen überhaupt? Was gehen Sie die mal durch nochmal? Also wie gesagt, es gibt sehr viele, aber ich möchte jetzt einfach die vier Elementaren mal durchgehen. Ja. Ja, die vier wichtigsten. Und da fange ich an mit Aktien. Ja. Bei Aktien habe ich ja schon gesagt, ich bin kein Anhänger von in Einzelaktien zu investieren. Ich bin aber auch kein Anhänger von in aktiv gemanagte Fonds zu investieren. Ja. Ja, weil die meisten, die sind halt nicht besser als der Index. Wenn ich jetzt wüsste, welche jetzt die besten sind in den nächsten Jahren, klar, dann würde ich halt die kaufen. Ja, wenn ich jetzt so eine eine Zeitmaschine hätte, ja, und könnte jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft reisen, dann würde ich natürlich genau den Fonds, dann würde ich auch die Einzelaktie kaufen, die am besten performt. Aber das habe ich ja nicht. Und wir kennen immer nur die Vergangenheit. Wir haben dann solche Hitlisten, wo man sagt, der Fonds, der war in den letzten 3 oder 4 Jahren am besten, aber das sagt überhaupt gar nichts. Der kann genauso gut im nächsten Jahr dann super schlecht laufen oder in den nächsten Jahren. Deswegen bin ich ein Anhänger von sogenannten passiven Fonds, ETFs, die einfach den gesamten Aktienmarkt abbilden. Und da wiederum würde ich jetzt nicht auch nicht einzelne Länder, ja, also zum Beispiel, ich würde jetzt keinen so einen ETF auf den DAX oder so machen, sondern ich würde einen, der die ganze Welt letztlich abbildet. Ja, also das ist Stand bei Aktien, ja. Dann bei Immobilien, da bin ich eher dann auch ein Anhänger von, im Unterschied zu Aktien, von Direktinvestments, ja, dass man dann mit dem gesunden Menschenverstand vielleicht auch in der eigenen Stadt, wo man wohnt, wo man sich auskennt, Immobilien kauft. Das gibt dann Pro und Contra. Einerseits natürlich in der eigenen Stadt kennen sie sich viel besser aus als in der fremden Stadt, wo sie nicht so ein Gefühl haben für die Lage und alles. Ja. Andererseits natürlich so, wenn sie jetzt Pech haben und wohnen irgendwo in der Stadt, die halt kein Potenzial hat, ich weiß jetzt nicht, vielleicht in Saarbrücken oder so, ja, dann ist natürlich anders, als wenn es so, ich hatte jetzt als Glück, ich habe in Berlin gewohnt die letzten Jahre, wo es was ein guter Standort war. Ja. Ja. Also aber da dann direkt investieren in Immobilien als Standbein. Ja. Ich würde nicht so raten, geschlossene Immobilienfonds, da gibt es ja auch ein paar ganz wenige gute. Ich habe auch in geschlossene Immobilienfonds investiert, habe auch damit viel Geld gewonnen, aber da bin ich auch der Einzige, den ich persönlich kenne. Also ich kenne sonst fast nur Leute, die also Geld verloren haben mit geschlossenen Fonds, weil da kommt auf einen Anbieter, der gut ist, da kommen mindestens 50 andere, die nicht gut sind. Ja? So, und auch offene Immobilienfonds halte ich auch nicht so viel davon, habe ich auch schon mal investiert, habe auch gute Erfahrungen mitgemacht, aber nur weil ich mich da extrem gut auskenne in dem Bereich, da also könnte ich lange drüber, aber würde uns jetzt zu weit wegführen. Was ist der Unterschied, nur ganz kurz in einem Satz, offen und geschlossen? Ja, geschlossene Immobilienfonds, die investieren in eine oder auch in mehrere Immobilien und dann ist es erstmal geschlossen, das heißt, das Geld eingesammelt und dann sind sie da sehr lange Zeit drin. Beim offenen Immobilienfonds, die investieren in ganz, ganz viele Immobilien, manchmal auch in Hunderte, ja, und da war es früher so, da konnte man jeden Tag raus, das ist aber auch nicht mehr so, da musste man mindestens jetzt 2 Jahre drin bleiben, ja, aber danach kann man dann rausgehen, also da hat man eine viel breitere Risikostreuung, aber ist auch ein Produkt, von dem ich im Großen und Ganzen nicht viel halte. Ja. Die dritte Anlageform ist Anleihen. Da fragen mich manche, ja, warum überhaupt in Anleihen investieren, weil die bringen ja heute null. Ja, also ich rede jetzt von sicheren Anleihen, von Staatsanleihen. Ja. Es gibt natürlich Unternehmensanleihen, die wesentlich riskanter sind, aber davon spreche ich jetzt nicht. Ich spreche von Staatsanleihen. Und wenn Sie dann Staatsanleihen kaufen, also zum Beispiel, ich habe welche von Vereinigten Staaten oder Österreich, das heißt, das ist praktisch, da schuldet mir die Vereinigten Staaten und Österreich Geld, da ist es so, dass sie heute da in der Regel bei kurzlaufenden Anleihen keine oder sogar eine negative Rendite haben. Und da fragen sich natürlich manche Leute, warum kauft er was keine oder eine negative Rendite hat. Ja, da sage ich, das ist einfach für mich das Sicherheitspolster sozusagen. Ich gebe mal ein Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte 100% in Aktien. Ja? Mhm. Jetzt war zum Beispiel die Corona-Krise, wo auf einmal der Aktienmarkt um
30% runtergegangen ist zum bestimmten Zeitpunkt. Hat sich bisher wiederholt, aber sagen wir, das kann ja passieren. Kann aber passieren, dass 50% runtergeht. Dann wären aus 2 Millionen auf einmal 1 Million geworden, wenn es also 50% runtergeht, was schon passiert ist. Ja? Wenn ich aber jetzt nur die Hälfte in Aktien habe und die Hälfte in Anleihen, dann bleibt natürlich die andere Hälfte, die bleibt dann stabil. Ja? Also das ist jetzt nicht so, womit man dann Geld verdient, sondern wir sprechen im Moment von vom Reich bleiben. Ja? Und da ist ja im Gegenteil, sogar so, Sie verlieren da etwas Geld, weil in der Regel, wenn Sie jetzt zum Beispiel 0% haben und selbst nur bei 1-2% Inflation und Kosten, da verlieren Sie dann etwas Geld. Das ist aber nicht so ungewöhnlich, wie die Leute glauben. Also viele sagen, ja, das gab es noch nie, dass man mit Anleihen dann negativ war. Das stimmt gar nicht. Ja? Wenn man die Inflation mit berücksichtigt, also die Realverzinsung, dann war es vielleicht früher mal so, dass man mit einer Anleihe 5% bekommen hat, aber wenn die Inflation dann auch 5% war, dann war es auch null. Sie müssen ja immer die Inflation mit berücksichtigen, also die Realverzinsung. Also Aufgabe von den Anleihen ist nicht, ihr Vermögen zu mehren. Das wird Ihnen damit nicht gelingen, gerade heutzutage nicht. Aber das ist einfach für mich ein Stabilitätsteil im Portfolio. Dann habe ich noch ein bisschen Geld in Gold. Da würde ich jetzt nicht zu viel, je nachdem, wie viel man hat. Vielleicht, bei mir sind es vielleicht so 3%, beim anderen könnte es auch mal 10% sein, was dann in Gold angelegt ist. Ja? Also ich habe dann physische Goldbarren, die ich das wäre mir zu gefährlich. Nicht, dass jetzt einer einbricht bei mir, die sind schon auf der Bank, ja? Im Schließfach. Ja. Aber sagen wir mal, das ist jetzt mehr eine Versicherung, wenn dann mal ein wirklich brutaler Finanzcrash kommt, und ich will ja für alle Sachen vorbereitet sein, wo also alles links und rechts irgendwo die Minen und die Bomben hochgehen, ja, dann will ich das gute Gefühl haben, okay, ich habe hier das Gold, was ja in solchen Situationen auch manchmal dann kurzfristig sinkt, aber im Prinzip eher gewinnen wird. Aber auch bei Gold gibt es viele Missverständnisse. Manche sagen, ja, Gold ist immer stabil. Auch total falsche Meinung. Gold ist überhaupt nicht mehr stabil. Wir hatten sogar Jahrzehnte, wo der Goldpreis immer runtergegangen ist. Der war 1980, glaube ich, war er sehr hoch. Und dann ist er 20 Jahre lang immer runtergegangen. Also das ist jetzt auch eine falsche Meinung. Und Gold hat natürlich auch Nachteile, weil es natürlich keine Verzinsung aus sich hat. Also anders bei Aktien, die Dividenden haben, oder Immobilien, die Mieterträge, ist es bei Gold so, wie es auch heute bei Anleihen ist, dass es letztlich keine Verzinsung hat. Aber trotzdem, wir reden ja jetzt auch nicht vom Reich werden, wie gesagt, ja, sondern das ist in der Futile Reich bleiben. Und ja, wer jetzt sagt, das war mir alles ein bisschen zu entweder komplex, ja, oder jetzt haben wir viele Sachen noch nicht besprochen. Das haben wir extra nicht gemacht, weil ich möchte noch, dass jemand das Buch liest sozusagen. Ja. Also da ist wirklich alles so erklärt, und zwar so einfach auch, dass auch Menschen, also was mich am meisten gefreut hat, dass sowohl Leute, die jetzt noch wenig sich mit Geld beschäftigt haben, dass die mir gesagt haben, das Buch hat mir wirklich was gebracht und war nicht zu schwer, weil ich auch keinen Fachkauderwelsch drin habe, ja, oder dann auch die Begriffe gut erkläre. Aber auch Leute, die sich schon sehr intensiv mit beschäftigt haben, die haben auch gesagt, also da habe ich viel Neues gefunden. Und also da würde ich mich freuen. Ist heute übrigens interessanterweise beliebter sogar als Hörbuch, denn als so gebundenes Buch. Das kommt, weil das ein super Sprecher ist, der das Buch gesprochen hat. Also nicht ich, sondern einer, der es wirklich super kann. Also würde ich mich freuen für denjenigen, der mehr will als Fortsetzung sozusagen, wenn man das Hörbuch sich dann anhört. Ich verlinke das dann einmal unter dem Video, dann könnt ihr es euch anschauen. Jetzt habe ich noch eine Frage kurz zu den Asset-Klassen. Wie ist bei Ihnen dann persönlich die prozentuale Verteilung? Haben Sie das im Kopf, oder? Ja, also der Schwerpunkt, der war lange Zeit immer sehr stark im Immobilienbereich, aber da ich ja viel verkauft habe im Immobilien, ist es immer noch ungefähr die Hälfte im Immobilienbereich oder auch etwas mehr als die Hälfte, zumal ich ja nicht nur diese Wohnimmobilien in Deutschland habe, sondern ich habe auch in einen Fonds, der in den USA in Gewerbeimmobilien also hier was verkauft und dann da investiert, zum Beispiel. Ja. Also das ist so, dann habe ich, der Aktienanteil ist gar nicht so hoch bei mir, aber ist natürlich auch einiges dann, das ist vielleicht so 20%, ja, und dann das Gold habe ich nur gesagt, das sind nur 3% so als Sicherheit. Dann habe ich relativ viel auch im Anleihenbereich, ja,
als diesen Stabilitätsanker. Und auch, wenn es dann nochmal einen Crash gibt, der gute Kaufgelegenheiten gibt, dann würde ich auch einen Teil wieder vom Anleihenbereich dann auflösen und würde dann da auch weiter in den Aktienbereich reingehen. Haben Sie dann auch so ein Tracking, eine Excel-Tabelle oder so, wo Sie halt das alles eintragen und auch verfolgen und so, wie sich das entwickelt? Ja, klar. Also ich habe so eine Liste, da wird immer alles eingetragen. Und das, bei mir wechselt es ja auch, der Wert von meinem Vermögen allein mit dem Dollarkurs, weil ich habe ziemlich viel im Dollar. Ja. Bei mir ist so, allein wenn jetzt der Dollar sich um 1 Cent rauf oder runter bewegt, dann sind es schon immer einige 10.000 Euro, die sich das dann dadurch verändern. Nur durch das, also das ist ja immer im Fluss, ja. Der Rollpreis verändert sich, der Dollar verändert sich, ja. Die Immobilien verändern sich, die Aktien verändern sich. Das ist ja jetzt keine statische Abbildung, das erfolge ich schon genau. Aber wie gesagt, selbst jetzt in der Corona-Krise, da war es so, dass ich so maximal, war immer unterschiedlich zum Zeitpunkt, waren es vielleicht so 3-4%, was es dann eingebüßt hat. Also da war dann statt 100% im schlimmsten Fall vielleicht so 96%. Ja, aber hätte ich jetzt alles zum Beispiel nur im Aktienbereich, dann wären es schon zu bestimmten Zeitpunkten, hätte ich dann schon über 30% verloren. Deswegen habe ich es halt so ausgerichtet. Also Sie haben jetzt wahrscheinlich auch einen Plus dann rausgekommen mit den guten Einkäufen, oder? Nee, bin ich nicht, weil ich habe auch die anderen behalten. Also ich bin nicht jemand, der kauft und verkauft. Ja. Und dadurch bin ich insgesamt noch im Minus, aber natürlich nicht so stark im Minus wie andere, weil ich auch dann wieder nachgekauft habe. Und dadurch hat sich das dann ein bisschen relativiert. Ja. Okay, alles klar. Dann vielen Dank für die tollen Einblicke und euch viel Spaß beim Lesen. Dankeschön.